Patch Notes 14.5 von EFT. So, wir haben hier das Update. Ey. List of changes started the first iteration of season systems. So, es geht nicht hier mit Seasons wie Season 1, 2, 3, sondern es geht ums Wetter. The season changes implies a change to, in the visual part of the locations, ambient sound and weather effects. Okay, early spring will be available this in this update. Other seasons corresponding to the calendar seasons will be added in futures. Okay, krass. Okay. Gerade sind wir bei Spring, also Frühling. Der Schnee ist tatsächlich halb weg. Er ist ein bisschen da, aber es ist eigentlich ziemlich braun auf dem Boden, aber wir sehen es später. Wir gehen später auf eine Map im Offline-Raid und schauen das an. So, das ist heftig. Das ist krass. Added the BTR to Woods traveling between different stop points. Das ist heftig. Das ändert nochmal alles bei Woods. Der fährt zwischen er kann zu Scav Bunker, Sunk Village, Old Sawmill, Usek Checkpoint, Amacom Base, Junction. Ich habe hier die Woods-Map und ja, ich denke mal, das einzig Logische ist halt, dass er auf den ganzen dicken Hauptstraßen rumfährt und dass du wahrscheinlich hier auf dem Feldweg auch noch und dass du halt einfach, ich denke, mal, der BTR wird so funktionieren wie auf Streets. Von daher, es ist krass, das ändert doch mal alles. Das ist Wahnsinn, das ist heftig. Okay, das war ganz viel. Okay, updated the matching system for Ground Zero. The system divides players into beginners up to level 20 inclusive and experienced players level 21 and above. Okay, das heißt, man kann jetzt Ground Zero spielen. Cool, sehr gut. Ground Zero will be available to all players without level restrictions. Damn. Okay. For experienced players, there will be a modified version of Ground Zero with increased difficulty of scavs, chance to find rare loot, okay, possibility of an airdrop plane appearing oder mit einer roten Flare, okay, possibility of scav boss, colon Tai, appearing, okay, der Streets Boss kann auf Ground Zero spawnen, okay, cool. If there at least one player in a group with a level 20, level higher than 20, all players receive a warning for selection Ground Zero, okay. Gut, wenn einer unter 20 ist, kriegen die anderen eine Warnung. When playing as a Scav, the matching is independent of player's level, okay. Ist egal, ob, also wenn du Scav spielst, ist egal, was die anderen sind. In Co-op Practice Mode, Access to Ground Zero is L. Okay, kannst offline Co-op-Mode spielen auf Ground Zero, das ist nice. Quest first in line, shooting cans, luxurious life, burning rubber and saving the mall will no longer fail after the players reach level 20. Okay, cool, sehr gut. Added Ground Zero objectives for the following quests. Oh shit, a shooter born in heaven, the guide, peacekeeping mission, the survivalist path, oh Gott, Eagle Owl, Escort, Slaughterhouse und Information Source. Okay. Added daily and weekly tasks on for Ground Zero. Okay. Weeklies und Dailies. Verstanden. So, was haben wir? Adjusted the sound system. Update the ambient sound to match the current season in the game. Okay. Ja. Ich habe es auch schon vorhin, wir werden es später nochmal hören. Aber zum Beispiel im Frühling, da ist so ein leichter Wind und ein bisschen Regen zu hören. Wind Volume now adapts on the strength in the raid. Okay. Windlautstärke passt sich an. Okay. Update the Indoor Rain Ambiente. Okay, sehr gut. Ich denke mal, Regen wird drin nicht so laut sein. Das ist cool. Added smoother transition. Between Day and Night Ambient. Cool. Wusste nicht, dass es sowas gab jemals, aber cool. Added smoother transitions. Wow, was für ein schwieriges Wort, holy shit. Between Indoor and Outdoor Ambienten. Okay. Improve the audibility through door and window openings. Okay, ja, das kennen wir. Dass wenn du am Fenster hockst und rausläufst leicht, dass der Sound sich ändert. Added the external sound suppression while inside the BTR. Okay, makes sense. So, UI improvements. Added the damage and penetration stat to the ammo inspector screen. When hovering and... Ja. Das habe ich tatsächlich gestern gecallt im Stream, als es angekündigt wurde. Ich habe es einfach gecallt. Hier so ein kurzer Clip. Die ganzen Kits, die du dann während der Runde auswählen kannst. Und du kannst halt die Waffen anschauen, welche Muni drin ist. So, und du hast im Spiel dran stehen, wie viel Schaden die Munition macht und wie viel Penetration. Hoffentlich finde ich den Clip. Wenn nicht, wäre witzig. Ich kann noch was zu den Ammo-Stats sagen. Ich habe nämlich einen Screenshot gemacht, beziehungsweise einen ausgesucht. Hier. Wenn du jetzt die Munition anschaust, hast du hier nochmal hier Penetration Value 35 und dann siehst du, wenn du auf den Pfeil gehst, auf den Reiter Ding öffnest, hier Level 1, 2, 3 Penetration ist halt high, bei 4 ist low und dann 5, 6 ist very low. Das ist ziemlich geil. Das hat so lange gedauert, bis es eigentlich ins Spiel kam, Alter. Holy shit. Aber sehr gute Änderung. Improved the Skill Menu Interface. Added Description to Skill Leveling Methods. Okay. Numeric values of bonuses are now displayed in tens. Added a green skill progression bar. Das ist nämlich, pass auf, kann ich zeigen. Da, so sieht's aus. Das ist ziemlich cool. Du siehst halt live im Raid, wie viel du halt gelevelt hast. Das ist ziemlich nice. Added the ability to view a player's profile via their dogtag on the lobby screen. Du kannst einfach, wenn du Dogtag im Stash hast, kannst du dir anschauen und sein Profil angucken. Added the ability to report a player on the profile page. Ja,
Macht Sinn. Selbsterklärend, du schaust dein Profil an und kannst sie reporten von dort aus. Added a button for the Doctec Bonus Information in the Hall of Fame Zone. Das können wir kurz nachschauen. Ich glaube, die meinen das hier. PMC Doctec 6. Ich wüsste nicht, was die meinen. Other changes. Optimize the algorithm of searching for cover for AI. Okay. Changing lighting inside the Ultra Mall of Interchange. Das schauen wir uns gleich an. Aber ich habe hier ein Beispielbild. Das ist schon deutlich anders. Du siehst hier in der Ferne, du hast diesen dunklen Smog nicht mehr damals. Du erkennst halt da hinten das Zeug. Und das sieht halt auch nochmal komplett anders aus. Da oben siehst du auch besser. Das ist schon deutlich besser. Aber das schauen wir uns gleich nochmal live an. Edit a sound signal before the BTR departs from its stop point. Okay. Erscheint getötet oder so. Getüte. Tütü, tata. Improve the hit registration when player tilts in a quick succession. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. List of fixes. Schauen wir uns mal kurz durch, ob es irgendwas Nennwertes gibt. Das ist heftig. Das ist gut, glaube ich. Fix the damage calculation algorithm for limb penetration. Also ist da was mit Beinen zu tun. Bin gespannt, bestimmt machen Leute ein paar Tests. Okay, das war's. Dann schauen wir uns mal Interchange in-game an. Und während es lädt, kann ich ja noch ein paar andere Sachen zeigen. Es wurde ein neues Messer entdeckt, das M48 Tactical Kukri. Mit einem kleinen Anhänger sieht eigentlich ganz cool aus. Und was auch hinzugefügt worden ist, ist. Moment, ich suche es gerade. Ah, ich habe es gar nicht. Gut, ich habe kein Foto davon, aber ich zeige es gleich in-game. Da habe ich eine wilde Theorie dazu. Da habe ich eine wilde Theorie dazu. So, wir sind auf Interchange. Und wir hören direkt den neuen Wind, die neue Ambient-Sounds. Wir hören den Wind, wir hören Blätter rauschen. Er sieht auch anders aus. Wir sehen tote Bäume, wir sehen ganze Bäume, aber die sind braun. Wir sehen, der Schnee ist nicht da. Wir hatten ja kurz ein paar Tage Schnee. Und wir sehen, der Boden ist auch tot sozusagen. Es ist halt Frühling, muss es machen. Es gibt so ein paar Schneeflecke. Aber die machen keine Schneesounds. Aber es sieht eigentlich ganz schick aus. Erinnert mich an Stalker tatsächlich. Das ist gut. So, gehen wir mal kurz in die Mauer rein. Ah ja, genau. Wir haben noch die Blicky Spielzeugpistole. Das ist actually funny. Die verschießt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, what the fuck? Okay, Single. Ah, okay, verstehe. Das ist ja witzig. Das ist funny. Das dauert eh lange, holy shit. Meine wilde Theorie ist, dass. Pass auf, das ist jetzt wild. Das ist jetzt weit hergehoben, aber ich glaube, es kommen Skins für diese Waffe. Es kommen, glaube ich, Skins für diese Plastikpistole. Die werden dann wahrscheinlich im Shop verkauft online. Und werden halt verschiedene Skins haben. Das ist meine wilde Theorie. Ihr habt es zuerst bei mir gehört. So, ich habe keine Filter an. Mein Bildschirm ist auch nicht erhellt oder so. Ich habe High Textures. Post FX ist aus. Also so ist das Spiel immer so. Das ist original. Farbe. Und wir sehen, Lighting hat sich geändert. Ja gut, wir haben immer noch dunkle Stellen. Aber die meisten werden eine Taschenlampe haben. Aber wir sehen, schau mal, wir können da hinten ganz gut sehen. Aber die Sichtweite finde ich ist besser geworden. Schauen wir uns mal die Mitte an. Also wie wir sehen, wir können sehen. Es sieht deutlich besser aus. Also kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, die haben es actually fixed. Die haben es wirklich, glaube ich, geschafft. Doch, ein recht kleiner Patch, aber dafür sehr gut. Man kann sich nicht beschweren. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Bedanke mich. Ich bin auch täglich live auf Twitch. Ihr könnt mich dort gerne besuchen und ein Like da lassen. Ein Follow da lassen. Ihr könnt mir ein Like im Video da lassen. Aber ein Follow auf Twitch. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.